Das hatten Sie aktuell mit Zug, kennt wahrscheinlich fast jeder von uns im Moment. Und das ist auch unsere ganz persönliche Bankrotterklärung. Freitagabend an meinem Lieblingstresen. Ich bestelle Flüssigkeiten in gläsernen Gefäßen. Der Wirt sagt, komm erst wieder, wenn du selber flüssig bist. Dein Deckel ist randvoll, verspricht deine Zahlungsfrist. Ich sitze in der Gastwirtschaft und hab ne Wirtschaftskrise. Mehr Ausgaben als Einnahmen und auf dem Konto miese. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, hier steht das Wasser bis zum Hals. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, hier steht das Wasser bis zum Hals. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, und auf meinem Konto ebenfalls. An der Autobahnraststätte eile ich zu Sanifair. Ein 50-Cent-Stück an, doch dafür kackt heute keiner mehr. Ein 70-Cent-Stück wollen die haben, und mein Dickdarm schlägt Alarm. Als Musiker bin ich sogar zum Scheißen schon zu haben. Keine Gage, keine Spesen, keine Provision. Wieso muss ich überhaupt aufs Klo, weil dies Hunger lohnt? In meinem Portemonnaie ist Ebbe, hier steht das Wasser bis zum Hals. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, hier steht das Wasser bis zum Hals. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, und auf meinem Konto ebenfalls. Stoffwechselstörung. Ich brauch ständig neue Kleider und kommt gar nicht mit Betörung. Doch der breite Geier hat mein Sparschwein längst schon aufgefressen. Und der Schwarzgeldautomat lässt sich auch nicht mehr erfressen. Die Mastercard ist eingezogen, jeder Zwieger tempt. Ich bin nicht zahlungsunfähig, ich bin nur insolvent. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, da steht das Wasser bis zum Hals. In meinem Portemonnaie ist Ebbe, hier steht das Wasser bis zum Hals. In meinem Portemonnaie ist Ebbe und auf meinem Konto ebenfalls.